Herzlich willkommen zu meinem Review zu Polybius. Ach, Polybius. Alleine der Name schon lässt einen an die urbane Legende denken. An das Videogame aus den Arcades. Das Gedankenkontrollespiel, das von der Regierung den Man in Black in die Spielhalle gestellt wurde. Von Selbstmord, Depression, LSD-artigen Räuschen war die Rede. Doch, das war doch alles Blödsinn, oder? Oder doch nicht? Im Grunde ist Polybius ein psychedelischer Kirchenschiff. Du als Spieler übernimmst die Rolle eines Raumschiffes, das in den Raum fliegt. Man weicht dabei Objekten aus und schießt auf Gegner. Wenn du durch die Stierhörner-Tore fliegst, bekommst du Boost und dein Score wird höher. Was anfangs noch etwas chaotisch erscheint, geht nachher in Fleisch und Blut. Du bist wie in der Zone. Es hat schon etwas fast Meditatives. Wie 10 Meditatives. Meditatives Chaos. Bis Level 10 geht es noch recht gut. Dann steigt der Schwierigkeitsgrad rapide an. Aber der einmal noch Faktor lässt einen halt nicht durch. Mit 50 Levels ist der Umfang auch genau richtig. Das ganze Game läuft in 120 Frames per Sekunde. In VR habe ich noch nichts Ähnliches erlebt. Es übertrifft sogar Reyes und Sampa in seinen trippigen Visualisierungen. In den späteren Levels gibt es auch noch Sprungschanzen und Barrieren, durch die man durchbrechen muss. Polybius ist ein echt rundes Partie. Es macht Spaß, relaxed und ist visuell eines der wildesten Games im VR. Es hat genau die richtige Mischung aus visuellen Overkill und Immersion, die du woanders so nie finden wirst. Das Game wird wahrscheinlich nicht den normalen Gamer ansprechen. Jedoch, wer sich darauf einlässt, bekommt ein richtig tolles Spiel geboten. Dieses Game ist vor allem für Fans von 80er Arcade-Zeug, Arcade-Shootern, Jeff Minter, Tempest und wilder Crazy VR-Shit. Es gehört zu den Top 5 meiner VR-Games. So, ich hoffe, euch hat das Review gefallen und ich würde mich über einen Like oder ein Abo freuen. Bis bald, grüß euch! Yeah.